Was geht, Black Panther Community? Sly hier. Ich denke mal, das wird voraussichtlich das letzte Statement sein, da sich das Verfahren um Black Panther langsam dem Ende zuneigt. Ihr habt auch in den Kommentaren sehr viel geschrieben. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Wie geht es Ihnen? Was machen Sachen? Gibt es im Verfahren irgendwelche Neuigkeiten? Eigentlich dachte ich, ich könnte euch doch immer auf den aktuellsten Stand halten, aber zum Glück ist das so gekommen, dass bei Black Panther nichts Neues dazugekommen ist. Normalerweise wird in der Untersuchungshaft weiter ermittelt und bei den meisten Encro-Fällen kommen immer noch mehr Sachen dazu, weil die Chats werden ausgewertet und es kommen neue Sachen dazu, immer wieder und wieder, wieder und wieder und wieder. Bei Black Panther in dem Fall war es nicht so. Er sitzt jetzt, glaube ich, 4 Monate sind das, glaube ich, jetzt, die er sitzt. Ich konnte ihn letzte Woche besuchen, ihm geht es persönlich ziemlich gut. Ich soll euch alle grüßen und sagen, ihr seid die beste Community der Welt. Ich konnte natürlich durch Gespräche mit ihm persönlich nochmal einen kleinen Einblick schaffen in die ganze Situation. Guckt mal, ich persönlich finde das sehr schade, dass jemand, der gerade von der Straße weg will, versucht, sein Leben in die Hand zu nehmen, das Beste zu machen mit der ganzen Geschichte und wirklich aus seiner Situation das Beste zu machen, am Ende des Tages wieder mit reingezogen wird. Man sieht auch an den ganzen Real-Life-Stories im Vorfeld schon und jetzt auch bei Black Panther, die Vergangenheit holt dann immer ein. Und auf der Straße gibt es meistens auch keinen anderen Weg, außer irgendwie mal ins Gefängnis zu kommen. Also die meisten Leute, die diesen Weg einschlagen, landen früher oder später im Gefängnis und es ist auch nichts Positives damit. Und es gibt auch wirklich nichts Schönes daran. So in jeder Real-Life-Story gibt es immer einen Knackpunkt, wo alles nach hinten losgegangen ist. So. Das kann man immer noch sagen, das ist auch Aufklärungsarbeit. Aber es wird leider von mehreren Leuten nicht so gesehen, wie es eigentlich ist. Ohne auf die Akte einzugehen, ist es kein Geheimnis, dass es sehr viele Leute gab, die es Black Panther gar nicht gegönnt haben, den Erfolg mit dem YouTube. Es gab auch sehr viele Leute, die über ihn geredet haben im negativen Sinne. Anonyme Tipps, die bei der Polizei durchgekommen sind, zu einem Zeitpunkt, wo er mit den ganzen Sachen gar nichts mehr zu tun gehabt hat. So. Die Anklage auch, warum er gerade im Gefängnis ist, beruht auf der Zeit, wo Black Panther noch lange nicht mal mit den Gedanken gespielt hat, mit YouTube anzufangen. So, aber trotzdem, wie gesagt, wie ich es eben auch schon gesagt habe, die Vergangenheit holt ihn immer ein und das ist so, egal in welcher Situation es passiert, früher oder später immer. Black Panther ist an sich eine sehr, sehr starke Persönlichkeit. Er macht das Beste aus seiner Situation, er ist motivierter denn je. Die Hauptverhandlung zum Fall Black Panther wird Ende März anfangen und es könnte sein, dass Black Panther schon vorher rauskommt, aber ich möchte euch keine falschen Hoffnungen machen, deswegen lasse ich das jetzt einfach erstmal so stehen. Umso erfolgreicher ihr werdet im Leben, desto mehr Hate werdet ihr auch bekommen. Und egal wie auswegslos die Situation für euch scheinen mag, ne, ihr müsst immer weitermachen und immer kämpfen und das Beste aus der Situation machen. Was ich euch über die Zukunft von diesem Kanal soweit sagen kann, dieser Kanal wird 100.000% durch die Decke gehen. Und ich sage euch auch ganz genau warum. Meines Erachtens ist Black Panther der erste YouTuber gewesen, der so welche Real-Life-Stories ans Tageslicht gebracht hat. Es gibt sehr viele Geschichten auf diesem Kanal, die auch gar kein anderer YouTuber machen hätte können. Einfach nur, weil es Leute gibt, die sich nicht mit jedem an den Tisch setzen und über ihre Vergangenheit gerne reden möchten. Weil die meisten Leute, die so einen kriminellen Background haben, eigentlich normalerweise nicht gerne darüber reden oder darüber berichten. Aber sie machen es Fallseil zuliebe. Und genau dasselbe haben wir jetzt. Die Situation um Black Panther ist gerade sehr, sehr schlecht, sehr bedrückend. Er ist gerade im Gefängnis, es gibt nichts Cooles daran, er kann sich nicht bewegen, er kann nichts machen. So. Im Moment liegt der Kanal irgendwie in meinen Händen und in den Händen von Hendrik und wir versuchen das Bestmögliche zu machen. Aber er sitzt gerade an der Quelle. An der Quelle, wo eine dicke Story Zellnachbar ist mit der nächsten dicken Story. Er hat mir gesagt, dass die 100.000 Abonnenten auf YouTube hat er das erste Mal richtig gespürt in der jetzigen Zeit, wo er gerade in U-Haft sitzt. Weil die Häftlinge kennen ihn, die Justizbeamten kennen ihn und die feiern seine Arbeit. Und da gibt es natürlich die ein oder andere dicke Story, die normalerweise mit niemandem reden würde, aber die es gerne zuliebe tun würde, um ihn einfach zu supporten, um so mäßig ihm zu sagen, hör mal zu, so, ne, wenn du hier rauskommst, kannst du dir was aufbauen, so ein bisschen Rückenwind geben. Und das finde ich sehr stark auch von den ganzen Leuten. Destotrotz, nur Liebe an euch. So, ohne euch würde das hier gar nicht weiterlaufen. Auch, dass ihr das so einfach so hinnimmt, dass Black Panther gerade nicht da ist, ich die Videos drehe oder mal Aaron die Videos dreht. Ihr gebt immer gute Kritik. Und dafür, für diesen ganzen Support, sage ich euch nochmal vom Herzen danke, weil ihr meinem besten Freund hilft. Ne? Und ich soll euch nochmal von Black Panther sagen, ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr weiter streamt, weiter pumpt und weiter supportet. Und nochmal, das ist mir ganz wichtig, ne, an die jüngere Generation oder allgemein an alle. Es ist wirklich nichts Positives daran.
im Gefängnis zu sitzen oder kriminell zu sein. Es ist nichts Schönes, wirklich nicht. Es ist auch nichts Verherrliches. Dieser Kanal dient auch nicht dazu, um Straftaten zu verherrlichen, sondern die meisten Leute, die hierher kommen, ihre Geschichten erzählen, waren am Ende des Tages längere Zeit im Gefängnis, haben Rückschläge erlebt, konnten mit ihrer Familie nicht mehr reden, haben sehr viele Leute in ihrem Freundeskreis enttäuscht, Leute aus ihrer Familie enttäuscht. Und das ist wirklich nochmal an euch alle, ne? Es kommt mit diesem Leben nichts Positives. Nichtsdestotrotz sollte man aus der Situation wirklich das Beste machen. Auch jetzt so für euch Zuschauer da draußen habt ihr jetzt wenigstens so einen kleinen Einblick bekommen. So. Ihr merkt, das was Black Panther erzählt, ist nicht nur Schnack, sondern so, man könnte mit behaupten, so, er ist der realste YouTuber in Deutschland. Nicht, weil er jetzt gerade im Gefängnis sitzt, sondern einfach, weil er diese Erfahrung hat, über Sachen zu reden, wovon viele Leute einfach gar keine Ahnung haben. Er sitzt hier nicht mit den Gästen und lässt sie einfach erzählen, sondern er weiß halt ein bisschen so, wovon sie reden und kann halt mitreden. Und das, glaube ich, macht es auch für euch ziemlich interessant, den Interviews zuzuschauen. Nicht nur Black Panther an sich weiß, wovon er redet, sondern die ganze Gegend, von der wir kommen. Merkt euch den Namen Haus 3. Hier nochmal das Logo für euch. Denn der Name wird in der nächsten Zeit auf jeden Fall noch die Runde machen. EncroChat hat an sich gezeigt, wer eigentlich echt ist und wer nicht. Man sieht es in England, man sieht es in Frankreich, man sieht es in Holland. Sehr viele Rapper wurden inhaftiert, was nichts Schönes ist. Es gibt wirklich nichts Cooles damit. So, ne? Das ist wirklich nichts so, irgendwie, um es zu verharmlosen. Aber es zeigt einfach nur, dass das, was sie erzählt haben in ihren Texten, auch die Realität ist. Wie viele Rapper aber in Deutschland haben über Incro geredet und wie viele von ihnen wurden inhaftiert? Das lassen wir dann mal so stehen. Ich denke mal, in geraumer Zeit werdet ihr noch ungefähr mitbekommen, worauf ich anspielen wollte. Bis dahin wünsche ich euch wirklich nur das Beste, viel Erfolg und viel Glück im neuen Jahr. Ab Februar werden wieder neue Real Life Stories kommen. Bis Black Panther rauskommt, werde ich alle Real Life Stories drehen. Wir haben es auch geschafft mit Spotify. Ihr könnt ab sofort eine Folge, glaube ich, haben wir bis jetzt auf Spotify mit Shadow 030. Die könnt ihr euch währenddessen noch pumpen, während ihr wartet, bis die neuen Videos kommen. Ich denke mal, der erste Sonntag im Februar wird das erste Video kommen. Am Freitag werden auch schon wieder neue Folgen gedreht. Wir sind auf jeden Fall am Machen, wir schlafen nicht. So, einen ganz großen Dank nochmal an euch. Wirklich, ohne euch würde das hier gar nicht weiterlaufen. Ohne euch würde dieser Kanal auch gar nicht stehen. Ich danke euch für euren Support. Ich danke den Leuten aus Altona von Haus 3. Ich danke den Leuten von der Bantu Nation, die wirklich alles tun, ne, was ihnen möglich ist, damit dieser Kanal weiterlaufen kann. Ne? So, nochmal. Folgt Black Panther auf Instagram. Teilt dieses Video, teilt den Kanal von Black Panther, teilt und pusht nochmal, so hart wie ihr könnt, ne, bis Black Panther rauskommt. Lasst mein Instagram in Ruhe, macht einfach nur, dass Black Panthers Instagram und Black Panthers YouTube-Kanal noch einmal durch die Decke geht. Macht ein bisschen Lärm für den Bruder, es ist fast geschafft, wir neigen uns langsam dem Ende zu. Bis dahin wünsche ich euch wirklich alles nur das Beste, danke sehr für euren Support und wir sehen uns. Erster Sonntag im Februar kommt das erste Video, bis dann. Viel Erfolg und viel Glück euch.